Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Maschinki. Moment, jetzt habe ich schon wieder keine Mauszeige. Doch, jetzt habe ich. Mit bei mir im Livestream ist der Manu. Hallihallo. Und wir versuchen jetzt die beiden letzten Folgen hier im Live-Let's Play am Freitagabend zu machen. Und danach wollen wir gleich noch das Pop-Fever spielen. Das kommt ja auch demnächst hier wieder auf den Kanal. Ist im Monat November zu 99,9% wahrscheinlich, dass es dort erscheinen wird. Gut. Sehr schön, der Zug fährt durch. Das ist hier unser große XXL Big Big Station. Okay, wir haben uns ja in letzter Zeit sehr viel damit beschäftigt, Eisen zu fahren, Stahl hin und her zu bringen. Oh, guck mal, wir haben... Ach doch, der lädt gerade. Ach, der lädt voll? Nein, der lädt nicht voll. Da kann natürlich nichts ankommen, ne? Oh, Kante. Nichts mehr vollladen, einfach fahren. Gas geben. Schubrakete, raus da jetzt. Raus aus dem Bahnhof. Kommt schon der nächste? Nö. Da kommt der natürlich nicht da raus und wir haben hier einen Haufen Kohle rumfliegen. Ah, ärgerlich. Okay, da muss ich die ganze Stahlgeschichte nochmal überarbeiten. Das heißt, nicht mehr vollladen. Sonst laden wir uns quasi gegenseitig kaputt. So, hier kommt ein Holzzug, dort kommt ein Holzzug. Also Holz ist richtig vertreten hier. Hier ist noch eine Stahlwelle. Auch da müssen wir das dann rausnehmen. Ich glaube, wir haben nur drei Stahlzüge, ne? Nur. Mhm. Gut, das heißt, das kriegen wir jetzt auch wieder gerettet. Der müsste jetzt eigentlich wieder rankommen, der nächste Zug. Der ist unterwegs. Amy. 56 Holz, 89 Kohle. Kann man an der Gießerei noch Ausbaumöglichkeit? Nicht mehr viel. This extension in crazy. Ich weiß nicht, was wir dafür brauchen. Ne, haben wir glaube ich schon gemacht. Haben wir alles schon gebaut. Wir haben schon alles gemacht, was geht. Okay. Aber was wir vorhin noch entdeckt haben auf dem Weg hierher, hier ist sehr viel Holz. Hier ist sehr viel Holz. Jetzt könnte man das Ganze natürlich umarbeiten in Token. Also in Geld-Token. Das sind ja alles Token. Holz-Token, Kohle-Token, Stahl-Token und Money-Geld-Token. So, wir haben jetzt die Quest schwere Entscheidung geschafft. Liefer 400 Holz-Token, Eisen-Token oder Stahl. Nehmen wir jetzt Eisen. Und wir kriegen die Belohnung 1000 Taler Token und 25 Kohle Token. Die nehmen wir mit. So, was mich jetzt interessieren würde, was wir in der nächsten Folge noch machen werden, das ist wieder weg. Nein, ich hätte es machen können. Tja, das ist das Ende der Early Access Version. Also ist der Patch noch nicht raus. Deswegen beenden wir das Ganze. Schade. Habt ihr eben gesehen, wir hätten ins Diesel-Zeitalter gehen können. Nein, haben wir aber nicht geschafft. Gut, was ich in dieser Folge machen möchte, ich möchte mit euch nochmal einen Expresszug bauen. Und zwar habe ich mir rausgesucht zwei Städte, die weit genug voneinander entfernt sind und die groß genug sind, damit sich das auch lohnt. Denn es sollte sich natürlich wirklich lohnen, sonst bringt das Ganze hin und her Gefahren nicht. Wenn ich jetzt hier 9 Fahrgäste habe, dann lohnt sich das hin und her fahren nicht. Wir haben uns rausgesucht den Mülheim. Mülheim kennen wir aus dem Cities in Motion Projekt. Und dann fahren wir einmal quer rüber hier mitten durch die Prärie nach K-Town, Kaiserslautern. Das ist cool, oder? Das ist doch cool. Das wollen wir jetzt machen. Wir haben ordentlich ein paar Talerchen zur Verfügung. Die wollen wir jetzt nutzen. Und zwar bauen wir jetzt eine tolle Station, eine tolle Station. Ja, 6 lang reicht. Da brauchen wir gar nicht großartig viel mehr machen. Und zwar können wir die gleich ausbauen. Wollen wir mal gucken, wie weit kommen wir damit. Das ist ja schon ganz ordentlich. Dann können die schon mal anfangen, das einzusammeln. Aha, jetzt sieht man das auch. Wenn man es jetzt anklickt, dann sieht man auch die Reichweite schon. Das ist ja Ende. Das ist geändert. Also da ist schon mal ein Patch mit bei gewesen. Das ist gut. So, jetzt wollen wir das Ganze ausbauen. Ne? Wir wollen jetzt ordentlich das so ausbauen, dass wir mit dem Zug Höchstgeschwindigkeit erreichen. Wir haben ja einen schnellen Zug. Müssten wir eigentlich haben. Ja. Die rote. Die. Verlug. Genau. Die GS2. Vielen Dank für deine Unterstützung. Danke, Fimi.
Capricorn. Moin. Maximilian ist auch da. Schön. Steht da noch ein Zug im Depot? Ja. Da steht noch ein Zug im Depot. Ich weiß auch nicht warum. Wolltest du den nicht. Eisen und Kohle. Den wollte ich umbauen. Ja. Siehst du. Gut, dass wir da nochmal drauf gekommen sind. Wir brauchen ja mehr Kohle als Eisen. Das heißt, wenn wir jetzt einen. Achso, warte mal, verkaufen? Wo war denn der Verkauf? Das sind ja die alten Eisenwagen. Gibt doch die neueren. Die genau. Aber die CSD behalten wir. Ach, wir hatten den neuen draufgesteckt. Ja. Da fuhr doch schon der neue. Mhm. Also verkaufen. Alles, wir kassieren ja alles ein. Okay. Also haben wir jetzt nachher unseren GS2. Mit 100 km/h Spitze, da wollen wir mal gucken, ob wir den vielleicht für mich meistens nimmst du angenehme kleine Geldbeträge und daran erkenne ich dich immer. So, wir wollen, na gut, warte mal, das machen wir anders. Damit wir auch mit längeren Zügen da fahren können, machen wir einfach den ein bisschen mehr Vorfeld. So, jetzt können wir mal gucken, wenn wir das jetzt einebnen hier. Ne? Das können wir, da haben wir ja gleich einen Preis mit bei. Was für ein Gleisfehler. 900 Talerchen habe ich. Oh ja. Mann, ich habe noch nicht mal fertig gebaut und schon habe ich einen Gleisfehler. Wird das mal nachher nicht suchen müssen. Ja, richtig. Wir sind übrigens bei 6 Sekunden Delay. Hey, das war super. Ja. Da lässt sich mit arbeiten. Mhm. So, mal gucken, ob wir das hier auch kriegen. Warte mal, da sind die. So müsste das passen. Gucken wir mal, was da ein Tunnel kostet. 456. Okay, let's try it. Der kostet einen Taler mehr. Was da denn? Was soll das? Sag mal, schön ein bisschen Tunnel fahren, ne? Weil schräg war. So, jetzt ballern wir mit den Gleisen hier weiter. Man könnte das auch gleich, wenn wir das nochmal haben, dann könnte man durchaus auch mal das einspurig machen lassen. Ich glaube, das wäre auch mal nicht schlecht. So. Das alles einebnen wäre jetzt ein bisschen zu kostspielig, glaube ich. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen mit dem spielen, was wir haben. Halt. Dann kommen wir natürlich nicht auf unsere Geschwindigkeit. Ne? Das ist natürlich schwierig. Es geht aber immer weiter hoch, immer weiter hoch, immer weiter hoch. Hier geht es runter. Okay. Also müssen wir hier nachher mit dem Tunnel durch. Und dann müssen wir hier, glaube ich, nochmal links ab. Und dann sind wir schon fast in Mühlheim. Na, noch nicht ganz. Da hinten ist Mühlheim. Eieieiei. Das wäre aber eine Tour. Oh, Jackie ist auch wieder da. Oh, Jackie ist am Start. Ja, da müssen wir dann durch. Ja, es wird ein bisschen wellig, aber kann ich nicht viel gegen machen. Ich muss da leider durch mit euch. Ah, hier, guck mal, hier müssten wir einspringen. Nö. So. Okay. So. Ah, da muss ich erstmal gucken. Da kommt jetzt der große Berg. Nee, ist noch nicht der große Berg, aber es ist ein großer Berg. Und zwar sind wir hier, das kann man da gut sehen, auf der Höhe.
Höhe 9 und hier sind wir Höhe 6. Also würden wir ungefähr hier Höhe 9 rauskommen und könnten hier vielleicht eine Brücke rüberbauen. Wir haben ja noch so viele Talerchen. Also auf den Ebenen wir das so an, dass wir hier wieder so eine Schlucht haben. Und dann gehen wir rüber. Jetzt sind wir Ebene 8. Also müssen wir drüben auch Ebene 8. Gucken wir mal, Ebene 8, das ist Ebene 8. Müssen wir nur noch mal gucken, sind wir da richtig? Da sind wir richtig. Ebene 8. Achso. Ebene 8. Gut. Vielen Dank für deine Unterstützung. Was steht da dran? Mein Zubrot. Okay, vielen Dank für deine Unterstützung, Mann. So, jetzt müsste das eigentlich von der Höhe her mit den Tunneln richtig sein. Mal gucken, was die kosten. Oh, ein schlapper Tausender einer. Das wäre denn so ein, ja, ist das schon der große? Ja, ein anderer kommt, glaube ich, schon kaum noch. Wäre schon fast so ein Gotthardtunnel, ne, wo man halt nur einmal durchfahren kann. Ich weiß nicht, ob das in Gotthard auch so ist. Also der Basistunnel da neu ist zumindest zweispurig. Ja gut, jetzt, ne? Ja gut, alte. In Teilen. Moment, den können wir hier noch. Wir können aber ein bisschen Schönbau machen hier, ne? So. Und von da aus bauen wir jetzt eine Brücke rüber. Jetzt müssen wir gucken, wo ist denn die Höhe, die wir hier brauchen? 8. Das ist 8. So, dann wären wir da ungefähr angekommen. Dann gucken wir mal, ob wir da ankommen mit der Brücke. Hoppala, doch, ist richtig. Ja. Kostet auch nur 3er. 3000 ist doch gut. Wir könnten eine Stahlträger. Wir bauen eine, Stahlträger. Oh, wir bauen eine Stahlträgerbrücke. Kostet uns zwar ein paar Eisen, aber das macht nichts. Könnten wir noch erhöhen. Beliebig. Aber wollen wir ja gar nicht. Wir wollen natürlich, dass es ebenerdig ist. Und dass er da schnurgerade drüber fahren kann. So, und ab hier. Haha, wie machen wir hier weiter? Ah, schwierig, schwierig. Eigentlich noch ein Tunnel. Eigentlich noch ein Tunnel, ne? Mhm. Bis rüber. 8. Hier oben ist 10. Hier wäre nochmal 8. Das wird aber ein teures Unterfangen. Gott sei Dank spielen wir uns immer wieder Geld ein. Meine lieben Fahrer und Fahrerinnen. Und dann niemanden diskriminieren. So. Okay, Moment, jetzt muss ich hier mal gucken. Das ist Höhe 9, Höhe 8. Man könnte ja... probieren wir mal, ob das geht. Wenn wir den jetzt hier im Tunnel da durchziehen. Müsste ja hier ungefähr ankommen. Muss ich nochmal gucken von der Höhe her. Moment. Hier ist Höhe 8. Also hier müsste der rauskommen, theoretisch. Okay, einer daneben, verdammt. Das hier auch noch mal ein bisschen anschrägen. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Würden denn. Ach, ist schon wieder daneben. Was ist denn da los jetzt? Ich sehe schon das weitere Abendprogramm verspätet sich um einige Minuten. Da müssen wir durch, da müssen wir hin.
Das müsste jetzt aber klappen. Das sieht gut aus. So, und hier würde ich den ganz gerne, wenn das geht. Er geht natürlich nicht. Probieren wir aber trotzdem. Geht das? Nein, geht auch nicht. Probieren wir das nochmal anders. Ja, da fängt wieder die Kante-Schönbauphase an. Ihr kennt es. Für die, die es nicht kennen, jetzt lernt ihr mich richtig kennen. Nein, das ist es auch nicht. Okay. Moment, das machen wir noch mal ein bisschen. So, zack. Geht nicht? Warum geht das nicht? Probieren wir es anders. Wir wollen ja das Spiel so ein bisschen mal auf Herz und Nieren prüfen. Was geht nicht? Ja. Wir hätten ein paar News. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass sowas wieder kommt. Daily News. Wie die obere Baubehörde der Kantweiz bekannt gegeben hat, beherrscht ab sofort Alkoholverbot auf Eisenbahnbaustellen. Zu viele Fehlbauten bei Tunneln und Brücken haben die Behörde zu der Entscheidung gezwungen. So der Pressesprecher Herbert Prost. Prost. Ja. Ah, warte mal, das kriegen wir aber noch hin. Das kriegen wir noch hin. Ah, da ist noch hier Möglichkeiten hier. Guck mal, gerade geht es, aber in der Kurve geht. Ah, in der Kurve geht es nicht. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Einfach ist ja auch ein bisschen zu einfach. Einfach ist ja nicht so unser Wortschatz. Das wird so nix. Wieso hat das denn eben geklappt bei dem anderen drüben und hier klappt es nicht? Moment. Okay. Das heißt, wenn wir. Ne, halt, anders. Ja, da, sehe ich, ne, warte, ne. Eins weiter. Jetzt müssten wir wieder drauf kommen, genau. Jetzt müssen wir hier irgendwie mal wieder auf einen normalen Zweig kommen. Sind überhaupt noch welche da? Ja, Kante und sein Glättungstool. Dafür hätte ich jetzt schon was, aber das würde ich mir eigentlich gerne aufheben für nachher. Das wäre jetzt schon zu viel Spoiler in dem falschen Spiel. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so spannend, das Ganze, aber ihr kennt mich ja, wie ich bin, und ich möchte da schon ganz gerne das Ganze ein bisschen im rechten Lot behalten. So, das arbeiten wir auch noch weg. Dann müssten wir jetzt eigentlich ganz gut klarkommen. Wir haben schon so viel weggeholzt, da will ich nicht noch mehr wegholzen. Wie wär's denn? Ne, so geht's nicht. So wäre doch eine Idee. Und den nehmen wir auch mit. Ja, gut. Müssen wir noch ein bisschen schönigen. Das ist doch gut. Das können wir auch so lassen. Ja, so, das
das ist doch schon mal eine Option. Jetzt müssen wir nur noch bei Mülheim die Kirche, die müssen wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Wo setzen wir jetzt mal den Bahnhof hin? Könnten wir hier reinsetzen? Parallel zur Kirchenstraße? Ja, in der Nähe auf jeden Fall von der Kirche, weil die Kirche macht ja am meisten Fahrgäste. 4 Fahrgäste macht die Kirche alleine. Daroman, schönen guten Abend. Was habe ich denn überhaupt hier? Viel Spaß, Grüße an die Frau, alles klar. Grüße von Legendary Super Saiyan, mein Schatz. Mashinki heißt das Spiel. Ja, und du sprichst sogar korrekt aus, wie ich heute erfahren durfte. Das ist ja schön. Habe ich also alles richtig gemacht? Ich habe den Kollegen heute extra gefragt. Den Kollegen? Ja, ich habe doch einen Kollegen, der in der Tschechischen Republik lebt. Ach so. Ja. Du bist ja einer, oder? Ein multinationales Unternehmen. Ja. Nehmen, was man kriegen kann. So, Stazione. Fragen kostet nichts. Richtig. Okay, jetzt müssten wir das hier einmal, ja, und wenn wir das schaffen, müsste hier auch das Bahnhofsgebäude hinpassen. Und dann haben wir schon ganz gut was mit drin, aber sogar die Post mit drin, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber naja, gut. Die Post, die bleibt denn da, weil wo sie ist. Ja gut, schwierig jetzt, ne? Das wird jetzt natürlich ein schwieriges Unterfangen, aber das kriegen wir auch hin. Oh. Oh, jetzt habe ich hier aber quer gebaut, ey. Gut, so, jetzt habe ich es wieder hingebogen. Gut, dann haben wir jetzt ja schon mal wieder ordentlich was geschafft. Das ist denk auch an die, gut. An den Abstand wegen langen Zügen, bitte. Wegen den langen Zügen? Ja, dass die Weiche nicht direkt vor der Bahnhof ist. Ja, ich werde versuchen. Ey, das könnte sogar echt passen. Wie viele Minuten sind wir? Oh, wir sind schon bei 22. Ach so, ja, okay. Dann machen wir das nämlich so, wie wir das vorhin auch schon geplant haben. So, hier ist hin, das ist zurück. Macht. Die Kreuzweichen. Moment, ich guck mal eben noch. Genau, der da hinten, so, ja. Dann zurück. So haben wir alles abgedeckt. Ja, also das Spiel ist sehr cool, meiner Meinung nach. Jeder hat seine eigene Meinung. Meine Meinung ist mir persönlich am wichtigsten. Die Frage für einen Jumper zu beantworten. Noch können sie nicht fliegen. Im Moment gibt es nur Eisenbahn in dem Spiel. Genau, es ist aber anderes geplant. Wenn man sieht, dass es ein einzelner Spieleentwickler war, der das Spiel gemacht hat. Ein einziger, ja. Ja, ist schon sehr weit. Das stimmt. Da haben ganze Entwicklerstudios Jahre gebraucht und haben nichts auf die Reihe gekriegt. Oh, das ist aber echt eine lange Durststrecke hier. Doch noch einen zweiten Tunnel ziehen nebendran. Nö. Das wäre jetzt so einfach. Warte, wenn Mitarbeiter vorkommt, dann wird's gemacht.
Verbesserungsvorschlag. Genau, Verbesserungsvorschlag. Wenn dein betriebliches Vorschlagswesen greift. Ja, ich muss das, ich werde auch gleich nach dieser Aufnahmesession oder nach dieser Aufnahme werde ich gleich das Spiel nochmal neu starten, weil ich hoffe, dass ich das hinkriege, dass wir vielleicht echt in die Diesel nochmal uns reinge. Ja, man soll ja, nee, man soll ja kein Bug-Using betreiben, aber wenn das funktioniert, wäre das schon ganz schön geil, muss ich sagen. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie Züge da hinkriegen, ne? Ja, Zuführungsgleis. Ja. Denn wir haben ja gesagt, wir spielen nur mit einem Depot und das machen wir auch. Dann leiten wir uns das einfach von hier aus ab. Gehen hier eiskalt mit durch. Und nutzen das für uns. Das heißt, der Zug hat gleich erstmal eine elendige Anreisestrecke. Gut, dann können wir jetzt unseren Zug bauen. Ja, wir können ein bisschen überziehen. Wir bauen jetzt erstmal unseren Zug, Depot, Depot, Depot. Gut. Obwohl, wir haben auch genug Token zusammen. Wollen wir vielleicht die Bahnhöfe noch verlängern? Bitte eher anderweitig ausbauen. Inwiefern anderweitig? Imbiss zum Beispiel. Das können wir auch noch machen. Ich meine jetzt Turm, so weißt du? Ja, könnte man auch machen. Ein Controlletti-Turm können wir bauen. Und dann können wir natürlich auch noch einen Imbiss bauen. Weil dann können wir nämlich den Bahnsteig um 2 verlängern und haben 8. Ein 8 elendig langen Bahnsteig. 8 Felder. Machen wir hier natürlich auch nochmal. Achso, da müssen wir erst den Turm bauen. Halt, stopp. Verbesserungen. Erstmal ein Nimbus. Ah, den können wir gleich bauen, wenn wir den Kontrollturm gebaut haben. Dann müssen wir auf der anderen Seite bauen. Das macht nichts. Dann verlängern wir den Bahnsteig. Und dann können wir den Imbiss da hinsetzen. Imbiss. Imbiss. Sehr schön. Gut, jetzt können wir uns hinzukaufen. Jetzt haben wir 8 Felder zur Verfügung für den Zug. Wir werden uns natürlich 2 Züge kaufen. Kohlen haben wir auch genug. Erstmal machen wir einen. Und zwar brauchen wir dafür First Class, ganz wichtig. Ja. Den Boost nehmen wir mit. Genau, Einkommen plus 10%. Dann nehmen wir uns Second Class. Ne, dann kommt erstmal ein Dining Car, da können wir nämlich Einkommen plus 25%. Und den Rest kommt Second Class. Wir sind jetzt bei 8 Meter 21, 8 Felder 21, kriegen wir trotzdem hin. Das haben wir über. Kann man den jetzt noch kopieren irgendwie? Nö. Kaufen wir uns einfach noch einen davon. Wir können ja den erstmal losschicken. Pass auf, wir machen mit dem erstmal eine Strecke ab. Vielleicht kommt er auch alleine zurecht. Geht da zwar nicht von aus. Den Bahnhof. Und von dem Bahnhof fahren wir rüber zum K-Town. Starten. Und gehen zum Zug. Drehen uns hin. Und gucken uns die kleinen Zug mal an. Mal gucken, ob und wie er da hinkommt. Neue Lokomotive. Wir haben eine Belohnung erhalten. 25. Genau, kaufe die Lokomotive haben wir gemacht. 25 Holztoken. Wieder eine Aufgabe erledigt. Können wir jetzt mittlerweile wieder nehmen? Nein. Schade. Aber bis der da ist, das dauert noch richtig. Wir machen jetzt die Folge zu Ende
Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet, denn dann machen wir das Staffelfinale und gucken uns das Ganze nochmal an, was wir gebaut haben. Wir werden nochmal Resümee beziehen und dann werde ich euch nochmal erzählen, wie wir weiter vorgehen, wann wir die nächste Staffel machen und ob wir auf die Geschwindigkeiten kommen und die ganze andere Geschichte dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst den Däumchen nicht. Tschüss. Tschüss.